Ein herzliches Willkommen in der Chiemgau Up Arena zu Ruhpolding. Ruhpolding Reloaded. Die zweite Weltcupwoche im Biathlon steht an. Das ist die geplante hier für Ruhpolding. 10.000 Zuschauer haben den Weg heute schon am Mittwoch gefunden zum Einzel der Männer hier. Zum Auftakt dieser Woche, morgen dann die Frauen. Die gute Nachricht also, der Winter hat Einzug gehalten rund um die Chiemgau Arena, was natürlich den Sport nicht wirklich leichter macht. Schauen wir kurz auf die Startliste. Der Bulgare Iliev ist gestartet. Hier haben wir Alexei Volkov mit leichten Problemen mit dem Stock, der die 20 Kilometer in Angriff nimmt. Einer, den man wirklich im Auge haben muss, ein Spezialist auf dieser Strecke zum Auftakt in Östersund, schon Dritter gewesen. Und das ist das deutsche Team für heute. Arndt Peiffer wird der Erste sein mit der Startnummer 6. Dann Andreas Birnbacher mit der 19 um 14:24:30. Benedikt Doll trägt die 47. Erik Lesser mit der 58 um 15:45 circa. Dann Johannes Kühn, der ins Team gerutscht ist, mit der 82 für Daniel Böhm. Daniel Böhm in dieser und der kommenden Woche mit einer Trainingsphase. Und das eben der erste Starter hier aus deutscher Sicht mit Arndt Peiffer. Bedingungen, ich habe es angesprochen, nicht wirklich leichter durch den vielen, vielen Schnee. Er hier hat gesagt, wenn das schwierig wird, wenn das tief wird, ich bin ein großer, ein schwerer Athlet, dann kann ich mir in Ziel gleich ein Beatmungszelt, ein Sauerstoffzelt buchen. Es ist natürlich klar, die Kraftläufer, wenn es tief wird, haben es schwer. Wirklich bei diesen doch komplizierten Verhältnissen. Nach 5 Stunden Schneefall jetzt haben die Organisatoren das ganz gut hinbekommen. Im Augenblick ist die Strecke fest. Man muss abwarten, wie sie sich entwickelt. Wenn der Schneefall nachlässt, dann kann es auch schneller werden. Werden die hinteren Starten mal vielleicht bevorteilt. Das muss man eben sehen. Es ist jetzt im Augenblick eine ganz kritische Phase für die Techniker, für das richtige Material, für die, alle, die drum um die Strecke sind, dass das alles wirklich funktioniert über 20 Kilometer. So, Arndt Peiffer steht bereit. Und dadurch, dass es eben zu spät im Prinzip angefangen hat zu schneien, gab es zu wenig von der weißen Pracht. Deshalb die Runden verkürzt. Es werden hier nicht 5x4 Kilometer gelaufen, sondern 6x3,3. Und jetzt geht's los mit kräftiger, lautstarker Unterstützung für Arndt Peiffer. Schöner Blick hinein hier, 7.500 Zuschauer auf dieser Tribüne, aber auch die Strecke gesäumt mit vielen, vielen Zuschauern. Und mit ihm gehen wir hinaus und schauen uns mal die Strecke von heute an. Ja, du sagst 3,3 Kilometer, da hat man 700 Metern abgeschnitten und zwar genau hier bei dieser Kurve. Da ging es normal nach rechts weiter, noch mit einem sehr signifikanten Anstieg, den man jetzt rausgelassen hat. Deswegen haben wir auch nur 588 Höhenmeter insgesamt bei diesen 20 Kilometer Rennen. Hier sehr kupiert und wellig geht es unrhythmisch, so sagen die Athleten, hinterm Stadion vorbei. Den Schießplatz berghoch, die Wand runter, dann hinten dieses Eck auch schwierig zu laufen. Und hier geht es den Schießstandberg über das Fischer-S, das seit letztem Jahr geändert wurde, wieder in den Schießstand. Diese Runde wird beim ersten Mal durchgelaufen, also es wird nicht geschossen. Und dann nach jeder weiteren Runde wird eben geschossen. Das heißt also für die Athleten umstellen, darauf einstellen, zunächst einmal 6,6 Kilometer laufen ohne Schießen. Also ein ganz anderer Rennrhythmus. Das ist zum einen ein mentales Problem, ein Einstellungsthema, aber auch der Körper ist es nicht gewohnt, 6,6 Kilometer in relativ hoher Geschwindigkeit zu laufen. Der will eigentlich spätestens nach 4 Kilometer eine kurze Ruhepause von 45 Sekunden, wenn er Schießstandanlauf hernimmt und dann schießen und wieder weglaufen. Also es ist nicht nur ein mentales, auch ein Körperproblem. Ja, Sven Fischer hat in unseren Vorgesprächen auch gesagt, da fehlt dir was als Athlet. Irgendwann nach 4 Kilometern willst du eigentlich schießen. Da willst du schießen und da will der Körper sich zum ersten Mal hinlegen. Ja, ja, genau. Und das macht es auch ein wenig interessant heute, wie der einzelne Athlet das verkraftet. Also, spannende Sache.
Nicht nur für die Athleten, nicht nur für uns, sondern vor allen Dingen auch für die Techniker, die hier wirklich und all die, die sich um diese Strecke eben kümmern mussten, die hier bis kurz vor den Start gearbeitet haben, überlegt haben seit gestern, was ist wann zu tun, wann ist welches Gerät einzusetzen, um das hier alles so zu präparieren und tauglich zu machen. Das Schlimme ist, wenn man hier einen Fehler macht, dann ist der nicht mehr zu reparieren. Wenn es dann tief ist durch die falsche Präparation, dann kannst du nichts mehr machen. Aber sie haben jetzt vorher Skidos mit Glättbrettern rumgeschickt. Das scheint schon eine gute Maßnahme gewesen zu sein. Während wir hier Volkov den Skistandberg das erste Mal hochlaufen sehen. Das ist so einer der entscheidenden Punkte oder der anstrengendsten Punkte der Strecke, dieser Anstieg. Und jetzt geht es gleich runter. Die frühere Wand, die man da runter fährt, ist man früher hochgelaufen. Und hier sehen wir Volkov, der hat ein System, wo er die Schlaufe praktisch trennen kann vom Stock und hat sich nicht gut genug vorbereitet und war eben etwas schlampig bei der Vorbereitung. Ich habe es angesprochen zu Beginn, der 27-jährige Russe, seine Disziplin, dieses Einzel, während wir hier Julian Eberhard sehen aus Österreich, lauftechnisch unglaublich schnell in diesem Jahr. Schon mit Laufbestzeiten aufgewartet. Am Schießstand hat er sich allerdings ein ums andere Mal und viel, viel bessere Ergebnisse gebracht. Einer der langen, der großen Athleten. Also es sind viele Themen heute, die hier zu berücksichtigen sind. Wie verändert sich das Ganze auch im Laufe dieses sehr, sehr langen Rennens? 106 Athleten hatten gemeldet, 104 sind nur am Start. Es fehlt Simon Schemp. Das müssen wir natürlich noch mal betonen. Sie haben das gesehen bei der Einblendung unserer Fotos mit den Startzeiten. Also Simon Schemp doch noch einmal mit dem Verzicht, wie schon in der vergangenen Woche. Und er hat noch einmal gesagt, es gibt denkbar Schöneres, als zu Hause zu sitzen und gerade beim Heimweltcup krank zu sein. Pfeiffer, der sich wie all die anderen hier reinarbeiten muss. Dieses Einzel zählt ja eben nicht zu den schnellen Disziplinen. Da ist ohnehin die Renneinteilung ein ganz, ganz wichtiges Thema für jeden. Und heute eben ein spezielles, ein besonderes durch diese 6,6 Kilometer, die am Anfang zu laufen sind. Eine Anfangszeit von Arndt Pfeiffer in Ordnung, denn Iliev ist kein schlechter. Jawohl, ab! So, Schneefall hat noch ein wenig nachgelassen. Wenn die Athleten dann mal unterwegs sind, dann macht das überhaupt nichts. Egal, wie die Bedingungen sind. Nur der Untergrund, der macht's. Da kommt es auf den Schliff an, auf das richtige Wachs, den richtigen Griff nach dem rechten Ski. Lars Helge Birkeland. Norweger. War Neunter im Einzel von Östersund. Es gab ja nur dieses eine Einzelrennen, dies hier das zweite. Und dann gibt es nur noch das Rennen um die Weltmeisterschaft, dann in Oslo. Also nur drei Einzelrennen in dieser Saison. Und der springt hier gleich richtig los in diesen ersten Anstieg hinein. Der Schnee ist marmorig. Man kann sehr gut Schneebälle bauen, Schneemänner bauen. Und das kann spiegelig in den Abfahrten werden oder auch natürlich in den Anstiegen, wenn sie es kompensiert, komprimiert. Und kann schnell werden, wenn der Schneefall etwas nachlässt. Und auch der erste Fourcade ist unterwegs. Simon. Martin werden wir mit der Startnummer 46 erleben. Emil Heckle-Svensson im Rennen. Oleiner Bjørndalen, die werden alle noch kommen. So mitten des Rennens wird es dann richtig kompakt und dicht mit den großen Namen. Andreas Bernbacher beim Heimweltcup. Deutlich verbessert im Gesamtweltcup. Mittlerweile auf dem 10. Rang als zweitbester Deutscher hinter Simon Schemp geführt. Dreimal in den Top 10 gewesen in dieser Saison. Und auch er hier in dieser Passage springt da die 2-3 Meter in dem steilen Stück. Der Andreas kennt natürlich hier jeden Meter. Ich weiß nicht, er ist vielleicht der Athlet, der in seinem Leben die meisten Runden hier gedreht hat. Zumindest natürlich aus dem aktiven Feld. Aber Andreas ist ja schon so lange dabei. Der kennt hier wirklich
alles und jeden Meter und weiß auch, wie er sich auf dieser etwas verkürzten Strecke das Rennen einteilen muss. Und dann haben wir Anton Čipulin, den 28-jährigen Russen. Bin sehr gespannt, was ihm hier gelingt. Er hat noch niemals hier gewonnen. In Ruhpolding nicht, in Oberhof nicht. Und ist seit 25 Rennen ohne Sieg. Im Jahr 2015 haben wir jetzt hier die Szene, dass die zwei zusammenkommen. Anton Čipulin geht vorbei, ja, in der ersten Runde. Und der Kasache Savitsky in seiner zweiten Laufrunde, also jetzt durchgelaufen durch den Schießstand. Also im vergangenen Kalenderjahr kein Sieg für Anton Čipulin. Am Pfeifer können Sie einmal mehr die Stadionatmosphäre mal richtig genießen, ohne sich aufs Schießen konzentrieren zu müssen. Und umgekehrt können die Zuschauer, die Athleten, die in diesem Bereich sind, auch mal im vollen Lauftempo sehen, wie sie sich auf der Strecke in dem Tempo bewegen. Ja, und entsprechend wird Arne Pfeiffer hier gefeiert im Durchlaufen durch den Schießstand. In Östersund zu Beginn zum Auftakt überhaupt nicht zurechtgekommen, gerade im Einzel. Danach ja zwei tolle Ergebnisse mit den zweiten Plätzen in Sprint und Verfolgung. Aber in diesem Einzel eben nur 51. mit 4 Schießfehlern. Bei jeder Schießeinlage hat er einmal daneben gezielt. Und ja, auch wichtig, die Brillen. Alle werden mit Brille laufen, denn es ist so auch ein teilweise leichtes Graupeln. Und so ein eine Schneeflocke oder so ein Graupelkorn im Auge ist natürlich sehr unangenehm, vor allen Dingen in den Abfahrten. Man sieht nicht gut. Das ist deshalb sehr wichtig. Hier sieht man sehr schön diese etwas vergrößerte Brille, dieser Schneeschutz. Jaroslav Soukup aus Tschechien. Mit einer durchwachsenen Saison. Ganz gute Angangszeit hier. 5,5 Sekunden nur zurück im Vergleich zur Spitze. Lowell Bailey, Mann aus den USA. 24. Position im Gesamtweltcup als bester Mann der Vereinigten Staaten. Und hier haben wir Emil Hägle-Svensson. Der ist Zweiter im Gesamtweltcup und das Ganze ohne Sieg in diesem Jahr. Schon bemerkenswert, durch viele, viele sehr, sehr gute Platzierungen. Und Podestplätze, zweite war er beim Massenstart in Pokljuka. Dritter in der vergangenen Woche hier im Sprint, als die Norweger ja das komplette Podium in Besitz genommen hatten. Ulainer Bjørndalen, Sieger in Östersund zum Auftakt der Saison. Bei diesem ersten Einzel, da hat er alle überrascht. Sie sehen es unten, seine Startnummer ist rot eingefärbt. Mit diesem Sieg also heute gleichzeitig die Berechtigung, das rote Trikot im Rennen zu tragen, des Führenden in dieser Disziplin. Frederik Lindström, der Mann aus Östersund, mit leichten Problemen. Simon Foucault hier, erste Zeitnahme. 13. nur hinter Julian Eberhardt, der Österreicher. Forsch angegangen und Ulainer Bjørndalen in der letzten Vorbereitung. Jacke ist schon weg, das rote Trikot kommt zum Vorschein. Alle hat er überrascht zu Beginn, der Altmeister. Sein 94. Weltcupsieg im Biathlon war das. Damit hatte niemand gerechnet. Er hat die Gunst der Stunde genutzt und mit Sicherheit sich genau auf diesen Punkt auch vorbereitet. Dominik Landertinger aus Hochfilzen, die Österreicher. Nicht allzu weit von hier ja weg. Quasi ja, ein halber Heimweltcup, kann man sagen. Und auch der geht mit schnellen Schritten hier raus. Kämpft sich ja nach einer durchwachsenen Saison im vergangenen Jahr. Viele Krankheiten, die ihn zurückgeworfen hatten. So langsam zurück. Dreimal in den Top Ten gewesen. Einmal Fünfter. Und da haben wir Ulainer Bjørndalen.
Und wenn ich seinen ersten Sieg angesprochen habe in dieser Saison zum Auftakt, der allererste im Einzel, der liegt schon 20 Jahre zurück. Am 11. Januar 96 war das in Antols. Da hat Björn Dahlen, der 41-Jährige, seinen allerersten Einzel schon gewonnen. Insgesamt sind es bislang 8, die er gewinnen konnte. Genauso viele wie Emil Henkel-Svensson. Das sind die Spitzenreiter der Aktiven. Gefolgt von Martin Fourcade, der bislang 7 gewinnen konnte. Aber dabei ganz entscheidende, dazu später mehr. Diese Verhältnisse sind natürlich auch Athleten wie Ole Einar Bjørndalen, die eine hervorragende Technik, Lauftechnik haben, die begünstigen diese Athleten. Das ist natürlich, da kann man seine Erfahrung, seine Technik ausspielen. Und dann nutzt dir die ganze Kraft nicht, die du hast, vielleicht als junger Athlet. Da musst du eben sauber drüber laufen und vor allen Dingen, es hilft dir eben nichts die Kraft, wenn die Kraft auch naja, im Gewicht sich umlegt. Und ein 75 Kilo schwerer Athlet ist halt einem 65 Kilo leichtem Athleten dann doch unterlegen. Ja, und da hatten wir eben diese beiden Generationen gerade mit Benedikt Doll. Der hat 78 Kilo. Der junge Kraftathlet und er hier der Ästhet. Der erfahrene Ole Einar Bjørndalen. Das sind 3 Sekunden auf Eberhard, das ist absolut so okay. Genauso weiterarbeiten. Hopp. Also, Rückmeldung von Andrea Stitzel. Gute Angangszeit, gute Einteilung bei Arndt Peiffer bislang, der sich so langsam in Richtung Schießstand bewegt und dann zum ersten Schießen kommt. Gestern früh noch alles grün hier drumherum und seitdem hat es dann richtig fett geschneit. Soll auch ein wenig so weitergehen während der Woche, soll auch kalt werden. Das große Problem, die große Schwierigkeit war sicher dieses erste Rennen, gerade dann auch dieses lange Rennen über 20 Kilometer. Man hatte in der Vorbereitung nicht so viel Schnee eben, dass man diese 4 Kilometer Runde präparieren konnte. Man musste auf Nummer sicher gehen, damit auch die restlichen Bewerbe, wie gesagt, durchgeführt werden können. Und da hat man diese 3,3er belegt. Es hätte allerdings wirklich nicht mehr einen Tag länger regnen dürfen, sonst wäre auch alles in Gefahr gewesen. Also da haben wir schon Glück gehabt, ja, ja. In Ruppolding mit dem Wetter. Und das Ganze, das Ganze dann auch abgesprochen mit den einzelnen Mannschaften, dass es eben in dieser Form heute vonstatten geht. Tarje Bø, nächster starker Norweger. Dritter im Gesamtweltcup, aber auch er noch ohne Sieg in dieser Saison. Es ist ja das 12. Rennen bereits. Und jetzt kommen wir zum ersten Schießen. Vielleicht kennen Sie es ja auch schon. Wir haben ein zusätzliches Angebot. Live können Sie den Schießstand beobachten im Second Screen. Klicken Sie sich einfach mal rein. ZDFsport.de, ganz interessante Sache. Alexej Volkov, einer, der es immer wieder schafft, alle 20 Ziele im Verlauf des Wettbewerbs zu treffen. Bin gespannt, wie er heute zurechtkommt. Schon ein kleiner Schock. Ja. Für Volkov, das ist er nicht gewohnt. Er weiß, er ist kein guter Läufer. Er braucht die Null, maximal einen Fehler für einen Einzelwettkampf. Also das war schon mal eine ganz große Last für ihn jetzt für die nächsten Runden. Ja, und heißt für ihn natürlich gleich 2 Minuten obendrauf, während wir hier noch in der Vorbereitung sehen. Martin Fourcade, den Weltmeister, den Olympiasieger in dieser Disziplin im Einzel. Und natürlich trägt der Mann immer noch das gelbe Trikot. In all den Rennen in dieser Saison hatte er ein Trikot in einer Farbe an, entweder rot oder gelb oder meist sogar in beiden Farben. Heute ja geteilt, er das Gelbe, Ole Einar Bjørndalen in Rot. Kasache Savitsky kommt an und dann kommt jetzt gleich auch Arndt Peiffer dazu zum ersten Schießen im liegenden Anschlag. Die ersten fehlerfreien Schießen sind absolviert. Thank you.
auch er trifft hier sauber. Seine Saisonbestleistung rührt auch aus dem ersten Einzel in Östersund her. Ein 29. Rang. So in diesen Gegenden bewegt er sich auch in der Regel. Und da hinten sehen Sie, dass sich Arndt Peiffer niederlegt und in den Anschlag geht. Jetzt sitzt er ganz ruhig im Stadion und dann nach jedem Schuss laut. Respekt, großer Respekt. Alles getroffen und zügig geschossen. Sehr schnell geschossen, fast schon mit zu viel Risiko. Ja. Aber es hat sich gelohnt, fehlerfrei ist er geblieben. Und jetzt schauen wir auf das Trefferbild. Ich habe ihm vorhin beim Anschießen zugeschaut. Er war schon sehr sicher. Das hat ihm sicher Mut gegeben, jetzt auch dieses schnelle Schießen zu wählen. Der Wind war ähnlich wie beim Anschießen, hat er perfekt gemacht. Also das ist schon eine besondere Leistung. Nehmen Sie die Themen einfach noch mal her. Langes Laufen bis zu diesem ersten Schießen. Ganz andere Verhältnisse, schwierige Verhältnisse. Viel Unruhe vor diesem Rennen. Und dann legt er sich dahin und schießt diese 5 Scheiben wie selbstverständlich runter. Und sehr, sehr sicher und noch dazu sehr, sehr schnell. Vielleicht haben Sie es auch gesehen, er ist ohne Brille unterwegs. Wir kennen ihn ja meist am Ende der Rennen ohne Mütze. Aber weil wir auch dieses Thema eben angesprochen haben, hier auch Martin Fourcade mit dicker Brille bei diesen Wetterbedingungen. Arndt Peiffer, habe ich gesehen, wenn ich es richtig gesehen habe, hatte keine Brille auf der Mütze. Hier sind wir Guichenard aus Frankreich. Ja. Der den ersten schon rechts tief Randtreffer hatte, jetzt einen Randfehler, korrigierte dann seinen Anschlag. Hat allgemein eine Tieftendenz und auch hier wieder Glück beim Randtreffer. Martin Fourcade, Erik Lesser, der kämpft hier gleich einen doppelten Kampf. Einmal um die zweite Teilnorm. Richtung WM, also mindestens beste 15. Und dann um die Teilnahme am Massenstart am Samstag. Er ist erst nur 32. derzeit im Gesamtweltcup. Die ersten 25 qualifizieren sich. Und dann natürlich die 5 Besten darüber hinaus in diesem Rennen. Ein bisschen kompliziert, aber wir werden darauf achten, ob er am Samstag dabei sein kann. Schnelle Angangszeit von Tarjei Bö haben wir gesehen zwischendurch. Und jetzt ist es soweit. Für den Mann in Gelb, den Souverän, auch im Gesamtweltcup. Deutliche Führung für ihn. 119 Punkte, sein Vorsprung vor Emil Hägle-Svensson. Und das ist eben umso bitterer für Simon Schemp, dass der Abstand nach vorne immer größer wird. Simon Schemp, der ja mitgehandelt worden ist in diesem Jahr um den Gesamtweltcup. Es war endlich soweit, hieß es. Er war gut durch den Sommer gekommen, gut trainiert, toller Auftakt in die Saison. Und dann eben durch die Krankheit zurückgeworfen. 5 Rennen fehlen im Prinzip jetzt schon in Richtung Gesamtweltcup. Das ist bitter noch dazu. Benedikt Doll, 25-Jährige von der Skizunft Breitnau, jetzt unterwegs. 14. ist er im Weltcup. Und wir gehen rüber zum Schießstand Julian Eberhardt. Sehr gut, Julian Eberhardt. Schnelle Zeit. Ja, genau. Gelingt ihm ein gutes Schießen und gepaart mit dieser schnellen Zeit geht er hier zunächst einmal in Führung mit 17,2 Sekunden. Hat eben die beste Angangszeit nach wie vor mit Tarjei Bö gehabt. Ja, er zeigt es viel zu selten, was er eigentlich drauf hat, Julian Eberhardt. Der ist immer sehr schnell unterwegs. Das Schießen happert ab und zu, da macht er grobe Fehler. Und ab und zu, wenn es dann wirklich funktioniert und er bringt mal 2, 3 fehlerfreie Schießeinlagen durch, dann ist er aber auch ganz vorn mit dabei. Der längste im Feld, 1,96, der Mann aus Saalfelden. Und in diesem Jahr wirklich um einiges schneller auf den Skiern. So, schauen wir rüber. Jaroslav Saukup ist da. Thank you.
Ja, und auch er nimmt 2 Minuten mit, die hier oben drauf kommen. Beim Einzel ja keine Strafrunde, sondern eben diese Zeitstrafe, die bitter ist. Deshalb eben umso höher zu bewerten die Schießleistung von Arndt Peiffer. Denn hier schießen doch die meisten auf Treffer vor der Zeit, um eben diese Minute zu vermeiden. Jetzt sehen wir hier vorne mal ein Windfähnchen mit drin. Das Thema haben wir noch gar nicht angepackt. Auch das kann hier durchaus Schwierigkeiten machen. Hervorragend. Jawohl. Norwegische Verhältnisse heute bei diesem Wetter. Da sind die Norweger oft ganz vorne dabei vom Material her und natürlich auch von ihrer technischen Ausbildung. Hier sehen wir das Trefferbild. 4,5 cm ist diese innere Fläche, die zu treffen ist, egal ob in der Mitte oder unten, oben links, egal. Hauptsache es wird weiß, jawohl, und er macht das hier sehr gut. Und der Blick auf Simon Fourcade, wie er hier zurechtkommt. Ja, nach einer schwierigen Saison im vergangenen Jahr auf dem zurückkommenden Weg an die Spitze. Schade. Ja. Sehr schade für Andreas Birnbacher. Die erste Scheibe mochte nicht fallen. Rückstand 1:10 und das ist das Auge von Anton Schipulin. Schnell unterwegs. Er hat eine richtig schnelle Zeit. Ja. Auch er schießt wie Arndt Peiffer mit offenem Auge. Und schnell, auch zügig durchgezogen, flotter Rhythmus. Anton Schipulin übernimmt hier die Spitze vor Julian Eberhardt. Deutlicher Vorsprung, 1/2 Minute für ihn. Und hier der deutliche Fehler rechts von Andreas Birnbacher, der insgesamt den ersten Dreischuss schon eine Trefferbildverlagerung hat. Ja, alles rechts. Da wird man ihm dann sagen, er soll 2, 3 Rasten bei rechts stellen. Andreas Stützel wird ihm das sagen für das nächste Liegenschießen. Eminent wichtig. Sonst gibt es wieder einen Fehler rechts. Und nach diesem kleinen Schreck für Andreas Birnbacher lassen wir Sie für einen Moment mit den Bildern alleine. Vor kurzem haben Sie gesehen, die Angangszeit von Martin Fourcade, 1,2 Sekunden langsamer als Julian Eberhardt. Jewgeni Garanichev, der flotte Wurf des Gewehrs auf den Rücken zurück. Nach 5 Treffern geht es sich natürlich leichter ins Rennen zurück. Und bei ihm würde ich ganz gerne mal in den Kopf schauen, was da so vorgeht. Bei Erik Lesser, dem 27-Jährigen, der mag das Thema natürlich überhaupt gar nicht mehr gerne hören. Ich habe es angesprochen, halbe WM-Norm erst, der Verfolgungsweltmeister des Vorjahres, kämpft um gute Platzierungen, bringt es bislang in den Rennen nicht zusammen. Dass er es kann, dass er das Potenzial hat, ist unstrittig. Drücken wir ihm die Daumen, dass es ihm heute mal besser geht, als auch zum Beispiel in Östersund. Da war Lesser 39. So, der Kasache schießt weiter gut. Weiter gut, fehlerfrei, und Arndt Peiffer am Schießstand bei seinem ersten Stehendanschlag. Ja, schade um den einen Fehler, sieht aber sehr, sehr konzentriert aus, sehr fest aus, da wackelt nichts bei Arndt Peiffer. Offensichtlich ein gutes Gefühl beim Schießen. Aber der eine, der ging dann doch ein Stück weit nebendran. 3. Rang im Moment. Schauen Sie die Minute, die da drauf gekommen ist. Und wir schauen auf Emil Hegle-Svensson, der seine Fans hier hat, wie man hört. Viele Norweger, traditionsgemäß in Ruppolding, die auch hier die Nacht zum Tag machen. Ja. Und die feiern natürlich ihre Stars hier gehörig. Und Emil Hegle-Svensson, der hat dann noch mal auf die Leinwand geschaut. Alles getroffen, Rückstand aber 24,2 Sekunden, das ist nicht so ganz wenig. Schipulin hat hier ein ordentliches Tempo vorgelegt, diese ersten 6,6 Kilometer. Respekt.
Aber apropos Respekt, die gehen alle mit Respekt an diese Distanz. Und sie wissen, heute ist es nicht so schnell. Hier sieht man sehr schön die Fans, die norwegischen. Und das ist nur ein ganz kleiner Teil der Riesengruppe von Norwegern. Ein paar hundert werden es sein, die hier in Ruhpolding sind. So, Martin Fourcade, ja, ist er hängen geblieben mit der Skispitze am Rand in dem Schneehaufen da. Aber wenn es einer packt, dann eher das auszugleichen, zu korrigieren. Und kurz davor haben wir ihn noch gesehen, hier durchlaufen. Da konnte er sich den Schießstand einmal anschauen. Nochmal 3,3 Kilometer. Dann wird auch er hier sein, wie jetzt Dominik Landertinger zum Liegenschießen. Auch das gut zu hören. Viele Österreicher natürlich hier rüber gekommen. Dominik Landertinger, ja, aus Hochfilzen, dem Weltcuport im nächsten Jahr WM-Gastgeber. Und jetzt Ulainer Bjørndalen, der Mann in Rot. Laufzeit bei weitem nicht so schnell, wie es Anton Schipulin hier vorgelegt hat. Sauber erledigt, sehr zur Freude der vielen norwegischen Fans. Ulainer Bjørndalen nach wie vor unglaublich stabil. Drei bei rechts und eins bei hoch. Drei bei rechts, eins bei hoch. Treffen will man gut, aber drei bei rechts, eins bei hoch. So, beim dritten Mal muss es angekommen sein. Andreas Stitzel engagiert wie eh und je. Oh, na? Wir haben ja nur eine Anzeige von 4 Schuss. Das kann aber sein, dass er die ganze Scheibe verfehlt hat. Also das Weiße gar nicht getroffen hat. Dann kann die Scheibe das natürlich nicht registrieren. Das ist eine Option, die offen ist. Die andere ist, er hat den Schuss nicht abgegeben. Dafür würde er 2 Strafminuten erhalten für jeden nicht abgegebenen Schuss. Wenn er das Geschoss im Lauf hat, dann muss er disqualifiziert werden. Also Julian Eberhardt momentan als erster geführt nach diesem zweiten Schießen, aber ohne Gewehr. Das ist der Stand nach dem ersten Schießen. Anton Schipulin mit dieser schnellen Laufzeit vor Landertinger und Garanicev, einem weiteren Russen. Dann 2 Norweger mit Bjørndalen und Emil Hägle-Svendsen. Blick hinein in die Chiemgau Arena. Alles weiß, gut gefüllt. Und natürlich sind sie da auch, um ihn zu sehen. Martin Fourcade, den Souverän. 4 Weltcup-Gesamtsiege in den letzten Jahren nacheinander und jetzt auf dem besten Weg, den 5. auch noch dran zu hängen. Ist schon unglaublich, diese Stabilität über die Jahre. Ja, Jarek Lesser. Ist dann 4 auf die Spitze. Das ist okay so. Komm ab! 4 auf die Spitze für Erik Lesser, ja, der bei komplizierten Verhältnissen oftmals gute Ergebnisse abliefert. Und Martin Fourcade hat gesagt, ja, die größte Herausforderung oder der größte Herausforderer ist Simon Schemp, wenn er denn fit ist. Umso mehr ist es natürlich schade, dass dieser Zweikampf auch heute ausfallen muss. Ja, Simon Schemp hofft noch ein wenig, über die Staffel wieder reinzukommen. Dann bei dem Massenstartrennen am Samstag natürlich dabei zu sein. Aber alles natürlich untergeordnet der Gesundheit. Zwingen kann man es nicht. Dazu ist die Saison noch zu lang. Und es kommt ja dann auch noch die Weltmeisterschaften in Oslo. Tarje Bø. Man hat es gesehen, er hatte vorhin auch eine schnellere Angangszeit, kann hier den zweiten Platz einnehmen, doch den besten, die Führung einnehmen. 7 und da war jetzt gerade eingeblendet, deswegen war ich irritiert, das muss der zweite Platz sein für Tarje Bø. 7,9 Sekunden hinter Schipulin. Ja. Genau. Hat hier sehr konzentriert geschossen, nicht zu schnell, weiß natürlich um seine Stärken, auch auf der Strecke. Ja, die Norweger insgesamt stark zurückgekommen nach dem Jahreswechsel mit dem Dreifachsieg im Sprint hier in der vergangenen Woche. Da war ja auch Tarje Bø
als Zweiter beteiligt. Anton Cipullin, zweites Schießen auf die große Scheibe, stehend 11,5 cm der Durchmesser. Und parallel schießt auch Andreas Birnbacher. Hier haben wir es wieder zügig geschossen. Anton Cipullin. Ja. Da haben wir Andreas Birnbacher. Mit einem Fehler. Ja. Und Anton Cipullin, der marschiert hier vorne weg. Momentan knappe Minute sein Vorsprung. Also bewegt sich hier auf einem unglaublich hohen läuferischen Niveau. Andreas Birnbacher auf Rang 11. Da ist es nochmal umgesprungen unten von 10 auf 11. Und jetzt schauen wir mal über seine Schulter. Ja, diesen dritten Schuss hat er ganz knapp links tief weggesetzt. Schade, ja. 1-1, schon zu viel. Jetzt darf er sich auf keinen Fall mehr Fehler leisten. Sonst fällt er weit zurück. Alexei Volkov. Ja, diesmal besser als beim ersten Liegenschießen. Ohne Fehler, fehlerfrei geht er hier raus. Auch bei ihm ein schneller Rhythmus zu registrieren. Aber mit den 2 Minuten vorne bleibt ihm auch gar nichts anderes übrig, als einfach ein wenig mehr zu riskieren. Will er da noch eine Chance auf eine gute Platzierung haben. Evgeni Garanichev. Auch der war ganz sicher beim ersten Schießen. Ja, tadellos. Gehört zu den Top 10 im Gesamtweltcup. Achter momentan, zweitbester Russe. Direkt hinter Cipullin, der ja Siebter ist in dieser Wertung. Einmal auf dem Podest gestanden. Pokljuka, Dritter beim Sprint gewesen. 6-mal schon unter den Top 10, also einer der ganz, ganz starken. Oh, Benedikt Doll, 27,9 Sekunden Rückstand. Schon zwar noch 5,3 Kilometer, aber es ist schon ganz schönes Paket, wenn gleich man sagen muss, Cipullin. Ja. Hat ja auch wahrscheinlich einen außergewöhnlich guten Ski, denn so deutlich in der Laufleistung hat er sich in den letzten Rennen natürlich nicht gezeigt. Die Russen haben vielleicht letzte Woche, das kann sein, vom Material her ein wenig daneben gegriffen, aber dass er so stark ist, das hat er dieses Jahr noch nicht bewiesen. Da muss das Material außergewöhnlich sein. So, der Kasache Savitsky. 10 Treffer bisher, also fehlerfrei. Und wenn er schießt, wissen wir gleichermaßen, dass Anpfeifer nicht weit weg ist. Aber der kommt hier übers Schießen, der Kasache. Auch die Schüsse 11 bis 15 ins Schwarze rein. Also 15-mal getroffen, Anpfeifer. 5 Treffer beim ersten Liegenanschlag. Ganz souverän, sehr flott geschossen. Mal schauen, wie es ihm jetzt ergeht. Windverhältnis ähnlich wie beim ersten Schuss, ersten Schießen. Jetzt justiert er bei rechts. Ja, da hat er offensichtlich richtig reagiert. Nach dem Fehler zu beginnen und Martin Fourcade ist da. Erstes Schießen. Ja. Am Montag hier großen Pressetag gemacht. Es war ja ein Vorteil für all die Athleten, dass sie nicht umziehen mussten. Und Martin Fourcade, als sei es das Selbstverständlichste von der Welt, toppt die schnelle Zeit von Anton Cipullin, übernimmt hier die Führung. Schießt hier wirklich sehr präzise. Der erste Schuss jetzt, der etwas weiter aus dem Zentrum war. Hier beim letzten hat er rechts tief nochmal geschossen. Probleme bei Landertinger, der nicht richtig das Magazin oder die Patrone eingeführt hatte. Ah, er hat den Schuss rausrepetiert, das war's.
Und hinter ihm sehen Sie, wie sich Olainer Bjørndalen vorbereitet. Bleibt bei dem einen Fehler und somit mit der einen Strafminute für Dominik Landerting. Und Benedikt Doll hat sein erstes Schießen absolviert. Fehlerfrei ist er geblieben und ist auf Rang 5 im Augenblick nach dem ersten Schießen. Rückstand 22,5 für Doll. Haben Sie die Reaktion gesehen von Olainer Bjørndalen? Das wird ihn richtig wurmen, dieser Fehler. Wie natürlich alle, ist ja klar. Und es war einmal mehr der letzte Schuss, der nicht ins Ziel wollte. Ja, die wissen alle, jeder Fehler kann einen weit zurückwerfen. Die Dichte auch am Schießstand ist enorm hoch. Es gibt so viele gute Schützen. Und das herauszulaufen im Einzelwettkampf ist für viele fast unmöglich. Und der letzte, schauen wir mal, vielleicht sieht man es. Ja, sicher links. Oh, ja, das sieht man deutlich. Da weiß man jetzt auch, warum die Grimasse. So, dann haben wir Johannes Kühn mit der Startnummer 82, den 24-Jährigen aus Reit im Winkel. Beziehungsweise Altötting, der für Reit im Winkel startet. Wollen wir es mal so rumformulieren. Der hier dabei ist für Daniel Böhm, der rausgegangen ist aus dem Weltcup, Trainingsphase einlegt. Und Jaroslav Fak, Jakob Fak aus Slowenien. Liegender Anschlag, fehlerfrei. Viele Fragezeichen hinter seinem Saisonverlauf. 42. nur im Weltcup momentan. Dreimal schon ohne Punkte geblieben. Und auch einer derer, der gehandelt worden ist. Mit Ambitionen auf den Weltcup-Gesamtsieg und hier gleich mit zwei Fehlern. Er wurde ja 2012 auf dieser Strecke in Ruppolding Weltmeister im Einzelwettkampf. Also der kann schon, aber das Schießen in diesem Jahr funktioniert partout nicht. Es gelingt ihm kein gutes Schießergebnis und dann geht es halt im Biathlon nicht. Da kannst du rennen, was du willst. Und die letzten beiden, ach, ganz viel Pech mit dem links hoch. Und auch der links tief war nicht allzu weit weg. Ja, vergangene Woche hier hat er ausgelassen. Ruppolding jetzt wieder eingestiegen. Angangszeit sehr gut von Erik Lesser. Ja. Sehr gut. Offensichtlich hochmotiviert ist er immer, ist auch klar. Aber ich habe es angesprochen, bei ihm geht es ja schon ein wenig um was. Und diese blöde Norm, die will man irgendwann einfach mal in der Tasche haben, dass das Gerede darum endlich aufhört. So, jetzt auch Tarje Böhm mit dem Fehler. Und dann sieht man gleich, dass unten zwei, drei Namen durchrutschen, wenn die Minute aufaddiert wird. Plätze verloren gehen, auch Birkeland jetzt. Nach 10 Treffern bei der dritten Einlage hier mit einem Fehler. Also auch bei ihm wird eine Minute aufaddiert. Kontrollblick hoch auf die Videowand. Aber der ist richtig gut unterwegs, Birkeland. 5,5 Sekunden. Nur sein Rückstand. Sechs Rennen hat er nur bestritten von den 11 bislang. Jetzt wieder mal in der Mannschaft mit dabei. Anton Cipullin. Einen gelben Punkt sehen wir da schon. Der ist wild entschlossen, schießt unglaublich schnell. Auch in diesem dritten Anschlag. Und schauen Sie auf diese Zeit. Die Laufzeit wird hier klar in Führung gehen. Komm, Andi, jetzt. Jawohl. Ja! Endlich steht die Null für Andreas Birnbacher. Entsprechend gehen die Fondzahlen hier hoch in der Chiemgau Arena beim Heimweltcup. 2:20 sein Rückstand. Da können wir noch mal drauf schauen. Der war knapp. Glück schon beim ersten. Aber den hatte er vorhin ja auch daneben geschossen, den ersten Schuss seiner Serie. Die anderen passen. Da geht man dann schon oftmals im Hinterkopf ran. Ja, hoffentlich treffe ich den ersten. Okay, ich habe ihn getroffen, jetzt geht's gut. Ja. Alexej Volkov.
Schöner Schaft, schöner Schaft hier, ganz modern. Ja. Abgespeckt aufs Nötigste und alles weiß. 5 Treffer für Alexei Volkov. Umso mehr werden in diese ersten beiden beim ersten Schießen wurmen. Wir haben es ja gesagt, sonst ein wirklich treffsicherer Athlet. Aber auch er nicht kontinuierlich dabei in dieser Weltcup-Saison. 4 Rennen erst bestritten. Beim Einzel zum Auftakt eben auf dem Podest. Garanichev. So, der greift jetzt Anton Tschipulin ein. Er hatte ja einen Fehler. Er mit 15 Treffern bislang. Jewgeni Garanichev bleibt im Geschäft. Und zwar richtig gut. 17,8 Sekunden, jawohl. Das ist das, wie im Verhältnis in der Laufleistung steht. Hier ist Lesinger aus Tschechien, ein Fehler. Erik Lesser möchte ich noch nachtragen, der eben geschossen hatte, gut läuferisch gut unterwegs war, aber mit einem Fehler hängen geblieben ist. Rückstand 1,05, also läuferisch hervorragend, aber ein Fehler eben zu viel. Nochmal über die Schulter von Lesinger geschaut. Auch der mit einem Fehler. Sind ja nicht allzu viele, die hier bislang mit Null durchkommen. Garanichev sehe ich nach dem dritten Schießen. Fillon Maillet, der Franzose. Petruschny, der Ukrainer. Savitsky aus Kasachstan. Das sind 4 Athleten vorne drin, die jeweils 15 Mal getroffen haben. Alle anderen schon mit Fehlern belastet. Nach diesem dritten Schießen Andreas Bernbacher momentan 10. Arndt Peiffer 13. Es waren erst 22 Aktive, ja, beim dritten Schießen überhaupt. Ja. Emil Hägle-Svensson, auch dem würde die Null hier gut tun. Rückstand schon gehörig mit diesem einen Fehler nur. Und hat hier ganz konkret gedreht, 4 Rasten bei links. Er hat jetzt im Augenblick starken, relativ starken Wind von rechts. Hat im Augenblick aufgehört, jetzt der Fehler. Bin ich gespannt, vielleicht sehen wir es dann, wie das Trefferbild war. Ja, und oben haben wir Savitsky gesehen. Er hat jetzt einen Fehler bei 20 Schuss. Und auch Emil Hägle-Svensson eben mit diesem einen Fehler. 2,19,4 sein Rückstand. Arndt Peiffer schon wieder ein gelber Punkt. Was ist bitter für ihn im abschließenden Schießen? Also insgesamt 3 Fehler, da schaut er noch mal zurück. In Östersund beim Einzel waren es 4. 4-mal ein Fehler, bei jedem Schießen einen. Hier ist er beim ersten Mal so souverän durchgekommen, so überzeugend, schnell geschossen, sicher geschossen und danach jeweils eine Scheibe stehen gelassen. Schauen Sie mal, bei 3 Fehlern nur 2,16 Rückstand. Also der ist richtig gut unterwegs und hat sich da doch eine ordentliche Last aufgepackt mit den 3 Fehlern. Martin Fourcade sehen wir hier. 4 Treffer schon. Eine steht noch, er wartet ein bisschen. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ja. Hat sich noch mal wirklich Zeit genommen für den letzten Schuss, abgesetzt und ihn getroffen. Benedikt Doll, 0 Fehler nach dem ersten Liegen. Und jetzt geht der erste daneben. Jetzt hier richtig viel Betrieb auf der Strecke. 2 Fehler für Benedikt Doll. Na, schade für den jungen Mann nach dem guten Ergebnis im liegenden Anschlag. In der Vorwoche hier kam er auch nicht so richtig gut zurecht. 61. nur im Sprint. Dadurch hat er den Verfolger verpasst. 11. dann im Massenstart. Das war dann wieder ganz okay. Aber macht ja bislang eine richtig gute Saison mit Top-Ergebnissen. Ist 14. im Gesamtweltcup. 4-mal schon unter den Top 10. Aber jetzt Ulainer Bjørndal. 3. Schießen, wieder liegender Anschlag. Und gleich auch bei ihm bleibt die erste Scheibe stehen. Jetzt schon die 2. Kommt hinzu. Damit rutscht er unten in die Ränge um Arndt Peiffer herum. Gegen die Zeit des Deutschen kämpft er jetzt, Ulainer Bjørndal, nach diesem 3. Schießen. Also nach wie vor Jewgeni Garanichev in Führung. Randig rechts war er, dann nur ein Treffer rechts, Treffer links, 2-mal Zentrum. Er muss doch vorne schauen jetzt.
Erik Lesser, jawohl, nach vorne schauen. 18. im Moment. Er braucht am besten eine Platzierung unter den besten 15. Je weiter er nach vorne marschiert, umso wahrscheinlicher ist die Teilnahme am Massenstart am Samstag. Und Julian Eberhardt heute im stehenden Anschlag 4 Fehler fabriziert, liegend tadellos. Aber diese 4 Minuten, die tun dann richtig weh. Und schauen Sie mal, trotz dieser 4 Fehler, wo der sich da hinplatziert, klar, relativ frühe Startnummer. Da wird noch einiges passieren. Aber wieder einmal der Hinweis mit den 4 Fehlern, dass er offensichtlich sehr schnell unterwegs ist. Ja, Julian ist dann schnell und es wird hier ganz glasig. Der Schneefall hat doch nachgelassen. Es kann jetzt durchaus sein, dass es auch schnell wird, dass auch die Hinteren noch Möglichkeiten haben. Nicht in allen Anstiegen wird es tief. Ja, und hier haben wir nämlich ein ganz gutes Beispiel mit der Schwartnummer 76, Simon Eder, der so weit sich hinten platziert hat. Der Sieger hier in Ruhpolding aus der Vorwoche. In der Verfolgung war es. Also vielleicht mit der Hoffnung, dass es eben hinten genau so kommt und vielleicht schneller wird. Einen schnellen Mann haben wir auch hinten mit Johannes Kühn, der im Schießen zwar immer noch ab und zu eine Wundertüte ist, aber wenn es dem, der hat dieses Jahr schon einen Einzelwettkampf mit nur einem Fehler machen können. Also er kann es schon. Also Kühn, traue ich auch was zu. Wenn das Schießen passt, läuferisch, ist der da sicher gut dabei. Harje Bö zum dritten Mal am Schießstand. Der Blick auf die Fähnchen, wie ist der Wind? In den Anschlag gehend. Oh, er justiert nach. Ja, zwei Rasten sind maximal 6 mm, 4 bis 6 mm. Das ist jetzt nicht so viel. Das ist dann schon oftmals eher für die eigene Psyche. Und wieder eben parallel mit seinem Landsmann Birkeland oben. Alles nicht lange, lange Zeit. Tarje Bö für den zweiten Schuss. Auch jetzt nochmal. Dreimal geatmet. Aber alles richtig gemacht. Er hat jetzt versucht, so präzise wie möglich zu schießen. Schipulin am Schießstand. Fehlerfrei. Ja. Oh, der ist gut. Fehlerfrei zum Ende. Damit zunächst einmal ganz vorne platziert. Das setzt natürlich jetzt Garanicev, Furkat und all die anderen hier zusätzlich unter Druck. Also ein Fehler nur für Anton Schipulin. Ganz so aussagekräftig ist die deutliche Führung noch nicht. Die ganz Starken, die kommen nach ihm. Während wir hier Andreas Birnbacher sehen mit einer richtig guten Einlage zum Ende. Also hinten raus, die letzten beiden Schießen, die hat er fehlerfrei absolviert. Und damit ist er im Geschäft um eine ganz gute Platzierung hier. Zweiter Rang im Moment, auch er ja mit einer frühen Startnummer bei 104 Teilnehmern. Aber das ist eine gute Basis und natürlich noch mal eine Motivation für die letzte Laufrunde. Für die letzten 3,3 Kilometer. Erik Lesser, weiterer Fehler kommt hinzu. Es bleibt ein wenig die Seuche bei ihm in diesem Jahr. Irgendwo passt es da nicht. Am Schießstand, läuferisch. Heute geht es läuferisch recht gut. Schauen Sie auf die Laufzeit. Das sind diese zwei Fehler. Dann wäre er richtig weit vorne mit dabei. Da führt ja momentan Johannes Tingesbö mit zwei Fehlern, mit null Fehlern natürlich. Volkov im Ziel. Ja, Alexej Volkov mit der Startnummer 2 kommt hier ins Ziel. 54 Minuten und 49 Sekunden auf den Punkt hat er gebraucht. Beziehungsweise 2 Minuten weniger hat er eigentlich gebraucht. Denn 2 Minuten resultieren aus Schießfehlern am Schießstand. Jewgeni Garanicev ist da. Laufzeit ist super, jetzt allerdings ein Fehler. So, bleibt aber dabei. Jetzt ist er hinter Schipulin zurück. Wird sich da vor Andreas Birnbacher platzieren. Doppelführung also für den Moment nach dem vierten Schießen für Russland. Anton Schipulin vor Jewgeni Garanicev. 36,1 Sekunden sind's. Und im Ziel der Ukrainer Zirny. Ein Fehler auch nur bei ihm.
wird hier Alexei Volkov ablösen an der führenden Position. Aber das wird sich jetzt hier laufend verändern. Ja, man sieht schon, wie anstrengend das ist, diese 20 Kilometer zu laufen. 54 Minuten im Augenblick die Bestzeit. Na gut, das wird schon noch etwas runtergehen, aber so 3 Minuten circa, dann ist es trotzdem wieder sehr schnell mit einer 51er Zeit, vielleicht Siegerzeit. Trotzdem, dass die Verhältnisse heute äußerst kompliziert sind. Und wir sehen natürlich Emil Heckle-Svensson und dahinter das gelbe Trikot. Martin Fourcade, der sich auch auf das Schießen jetzt vorbereitet. Das war ganz schön zu sehen bei Emil Heckle-Svensson. Das ist nicht einfach Lustlosigkeit, der kam da reingetrudelt, sondern das ist genau die Vorbereitung, den Puls runterfahren, um hier genau auf den Punkt zu sein, gerade im stehenden Anschlag. Das letzte Schießen im 20er, eine besondere Herausforderung. Ja, auch hier noch ein weiterer Fehler für Emil Heckle-Svensson. Also der ist weit weg von der Spitze im Moment. Martin Fourcade, der hat noch alle Chancen in der Hand. Ja, der eine Fehler, aber der bleibt weiterhin mit dabei. Weit vorne nach dem dritten Schießen. Aus Tschechien hat sich da Morawetz mit reingeschoben vorne. Haben wir unten in der Anzeige gesehen. Arndt Peiffer im Ziel. Vierter Rang im Moment mit den 3 Fehlern. Rückstand 2 Minuten 21,7. Bitter, da hat er eine richtig gute Platzierung am Schießstand heute vielleicht verschenkt. Mal gespannt, wo es hingeht. Johannes Kühn. Der läuferisch sehr gut unterwegs ist. Ich habe es ja gesagt, läuferisch ist er bei den... gehört zu den Guten. Treffen muss er halt. Jawohl. Ganz prima. Alles erledigt. Trotz der Kulisse hier rübergekommen aus dem IBU Cup. Da geht es etwas ruhiger zu. Drumherum. Und jetzt schauen wir. Fünfter Rang im Moment. 19,6 Sekunden sein Rückstand. Und wir lassen sie mit seinem Trefferbild alleine. Und zurück wieder mit U-Liner Björn Dahlen. 4 Fehler insgesamt für den Auftaktsieger von Östersund. 4 Minuten 02 sein Rückstand auf die Spitze auf Anton Schipulin. Keine Chance heute aufs Podest für U-Liner Björn Dahlen. Aber nichtsdestotrotz geht es hier mit Vollgas in die letzte Runde. Mittlerweile ja mit einem großen Wohnmobil ausgestattet, in dem er trainieren kann, in dem er alles beisammen hat. Immer nah an den Rennstrecken. Keine großen Wege, keine Zeitverluste in Kauf nehmend. U-Liner Björn Dahlen. Demnächst wird er 42 Jahre alt. Unglaublich sein Leistungsvermögen. Auch in dieser Weltcup-Saison. Seine 24. im Übrigen. So, Martin Fourcade will sich hier nicht aufhalten lassen, springt hier wie gewohnt diesen Anstieg hoch. Ja, und er fährt hier in dieser Spur, die sich schon gebildet hat, die ganz klar glasig ist. Das wird schneller, oder das ist schnell, schneller als neben dieser Spur. Und jetzt wird er auch verpflegt. Ja. Hier kann man sich ein wenig Zeit lassen, ein wenig regenerieren und schon geht es wieder weiter. Es ist sehr wellig da hinterm Schießstand vorbei, hinterm Stadion vorbei. Aber du musst immer arbeiten, da kannst du viel Zeit verschlafen auf diesen ebenen Stücken. Und in Richtung Ziel der Norweger Lars Helge Birkeland. Sehr gute Platzierung. 2 Fehler hinten raus bei den letzten beiden Schießen, jeweils eine Scheibe stehen gelassen. Setzt sich hier
an die zweite Position hinter den Ukrainer, beziehungsweise geht in Führung, pardon. Habe ich schon auf Anton Schipulin geschielt, der hinten dran ins Ziel kommt, der ihn natürlich sofort ablöst mit deutlichstem Vorsprung. 2 Minuten und 55 Sekunden, also klasse Rennen von ihm, mit einem Fehler nur belastet, Anton Schipulin. Und dann kommt schon Andreas Birnbacher, der wird hier gefeiert auf den letzten Metern. Zweiter Rang im Moment hinter Anton Schipulin für Andreas Birnbacher. Gute letzte Runde auch von Andreas Birnbacher, der Birkeland da noch mal was abnehmen konnte. Und Tarjei Bö jetzt beim letzten Schießen, den muss er treffen. Jawohl. Ja, das macht er auch. Im stehenden Anschlag hat er die zwei Fehler kassiert. Und da haben wir André Morawetz. Schauen Sie, der hat bislang alles getroffen. 15 Treffer für ihn. Aber auch der braucht jetzt hier noch mal 5 Treffer. Boah, jetzt zieht er durch. Gas gegeben nach diesem ersten Schuss. Tolles Schießen von André Morawetz. Unglaublich. Im Moment gebraucht für den ersten. Und den zweiten, aber dann hat er richtig zugelegt, viel riskiert und so kommt man ganz nach vorne, ganz stark. Der bietet hier Anton Schipulin noch einmal Paroli, 3,5 Sekunden nur sein Rückstand vor dieser letzten Laufrunde. Erik Lesser jetzt mal die Null da stehen lassen. Nein, es mag ihm einfach nicht gelingen. Wieder ist es gleich die erste Scheibe, die stehen bleibt. Schade für Erik Lesser. Ah, jetzt ist es natürlich zu viel des Guten. Auch heute wird es leider nichts. Nee. Ah, schade. Das dürfte nichts werden mit der noch fehlenden Teilnorm in Richtung WM für Erik Lesser. Und damit natürlich auch der Start im Massenstart gefährdet am Samstag. Jewgeni Garanichev kommt ein. Zweite Position, Andreas Birnbacher um einen Platz nach hinten verdrängt. Mit nur einem Fehler, klasse Rennen. Beide Russen, die jetzt führen, vorne Anton Schipulin und Jewgeni Garanichev mit jeweils einem Fehler, klasse Rennen. Und soeben haben wir Simon Eder gesehen, zweite Mal schießen, fehlerfrei geblieben auf Rang 2, nur 8,2 Sekunden hinter Johannes Tingnesbø. Also mit dieser hohen Startnummer 76, der Österreicher gut im Geschäft und der Franzose hier, sechster Rang im Moment. Da hat er sich ganz am Ende beim letzten Stehendanschlag mit den zwei Fehlern eine noch bessere Position verbaut. Ja, und das zeigt aber doch deutlich, dass Andreas Birnbacher auch läuferisch gut unterwegs war. Denn Fiumei war ja im Dezember immer vorne mit dabei. Ja. Und Rang 3 im Augenblick, ja, da hat sich der Andreas Birnbacher das Rennen sehr gut eingeteilt. Krasimir Anev aus Bulgarien. Auch der nach 3 Schießen noch ohne Fehl und Tadel. Einer, der wirklich 4x0 schießen kann, das schon öfters bewiesen hat. So, also diesmal bleibt eine stehen. Eine Scheibe verfehlt er. Krasimir Anev, der 28-Jährige aus Sofia. Und wir springen rüber in Richtung Ziel. Emil Häckle-Svensson, 3 Fehler bei den letzten 3 Schießeinlagen. Er lässt hier locker ausklingen, der Norweger. Weiß nicht, ob es ein Zeichen von Unzufriedenheit ist. 7. Rang im Moment, da wird es auch noch ein ganzes Stück weit für ihn nach hinten gehen. Oh je, da hat er sich auch noch selbst verhakt, selbst das Bein gestellt. Ist anstrengend, ist nicht zufrieden und einer wie er, der will den Sieg und sonst nichts. Genau wie er hier, wie Martin Fourcade. Und er hat ihn drin, er hat ihn im Blick, wenn er hier alles trifft. Ja, da ist auch schon seine Faust, also der Mann ist sich siegessicher, dass er das hier nach Hause bringt. Ein Fehler nur, ist natürlich immer auf dem Laufenden durch die Trainer, die Zeiten, die Abstände, auch zu den beiden Russen. Und das ist wirklich zum Kopfschütteln, das ist unglaublich, diese Konstanz. Wieder geht er hier in Führung, Martin Fourcade mit noch einer Laufrunde in Richtung Ziel. Ja, er ist ganz einfach der beste Biathlet der Welt. Im Moment definitiv. Da kannst du das drehen und wenden, wie du willst.
fantastisch, ihm zuzuschauen. Aber es ist jetzt Johannes Kühn an der Zeit, dass er es gut macht, dass er zumindest bei dem ersten Stehen schießen. Gut, da stehen durchkommt. Ist immer sein Wackelanschlag. Ja, also zwei Scheiben bleiben stehen für Johannes Kühn, der im vergangenen Jahr 5 Rennen schon absolviert hat, auch im Weltcup. Aber jetzt gucken wir schnell rüber zum Ziel. Ulainer Björndalen mit den 4 Fehlern, 15. Rang im Moment. 4 Minuten sein Rückstand auf Anton Cipulin, der momentan noch führt. Und Benedikt Doll, bravo, der macht das richtig gut hier beim abschließenden Schießen im stehenden Anschlag. 3x0, schade für die 2 Fehler im zweiten Schießen. Und jetzt ist er auf einem richtig guten Weg mit einer flotten, schnellen Runde. Top-10-Platzierung, darum geht es hier für ihn, ganz klar. Ja, das kann eine Top-10-Platzierung werden. Und er, das wissen wir, ist auf der letzten Runde natürlich extrem stark. Benedikt Doll, hier macht er das sehr gut. Und 6. Rang nach dem Stehenschießen ist der Lohn. Und Andreas Bernbacher ist 4. im Moment. Im Ziel Anton Cipulin, also Garanichev, die führen Lowell Bailey aus den USA. Tolles Rennen gemacht. Mit einem Fehler nur auf Rang 3 im Moment. Dann Andreas Birnbacher vor Lindström. Auch der stark heute mit den 2 Fehlern auf 5. Dominik Landertinger dann auf Position 6. Und Emil Heckle-Svensson im Moment 10. Der 84, Ivan Cheresov. Ein Rückkehrer, möchte es mal so formulieren. 35 Jahre alt mittlerweile. Der Russe zurück im Team. Letztes Rennen im Dezember 2013. Da war er 28. in der Verfolgung von Le Grand Bornand. Jetzt aber schon mit deutlichem Rückstand. 3 Fehler schon für Ivan Cheresov. Und mit der Startnummer 36, da haben wir Tarje Bö. Auf dem Weg in Richtung Ziel. Der ältere der beiden Bö-Brüder, vergangene Woche wieder mal gemeinsam auf dem Podest gestanden. Beim Sprint hier. Versucht hier auf Zug da hochzukommen, die Geschwindigkeit mitzunehmen über diese Kuppe in die Abfahrt hinein. Ja, dieses Stadion vor allem. Sehr glatt hier auf diesen Passagen. Man sieht sehr deutlich, ganz spiegelig in der Mitte. Und das ist tatsächlich wie ein Spiegel. Man hat relativ wenig Führung. Wir werden sehen, auch er wird die mittlere Zieleinlaufspur wählen, denn da sind alle gelaufen, links oder rechts davon. Da ist es langsam. Jetzt sieht der Opala, ich muss in die Mitte, denn links und rechts, da ist es stumpf. Und für ihn geht es um einen Podestplatz. Momentan hat er ihn inne. Aber da kommen noch knapp 70 Athleten nach ihm ins Ziel. Ob er sich da halten kann, ein großes Fragezeichen ist dahinter zu setzen. Semjenov aus der Ukraine, auch mit 4 Fehlern belastet. 22. Rang und damit schiebt er Anpfeifer auf Position 24. Nach wie vor bester Deutscher Andreas Bernbacher, 5. Rang für ihn und Andrei Morawetz. Die Zeit von Cipulin ist durch, aber die von Jewgeni Garanichev, die schlägt er. 20 Treffer für Andrei Morawetz, klasse Rennen. Ja, war das Freude? War das ein bisschen Ärger, dass er den Cipulin da nicht gepackt hat, der ja einen Fehler hatte? Mit 20 Treffern. Andrei Morawetz, 2. also, zwischen die Russen platziert, zwischen Cipulin und Garanichev. Und hier haben wir Johannes Tinjesbö, den jungen Bruder von Tarje, der hier viel riskiert, schnell schießt, aber auch nicht davon ablässt, durchzieht und mit 3 Fehlern hier weggeht. Das war's dann. Die ersten 3 Schießen, 1, 2 und 3, immer ganz oben Johannes Tinjesbö. Und beim 4. Schießen dann mit 3 Fehlern ist er weg. Schade.
11. Rang im Moment für Johannes Tinjesbø. Und jetzt hoffen wir auf einen guten Abschluss in diesem Rennen für Erik Lesser, dass er wenigstens mit positiven Gedanken hier weggehen kann, weil der Frust, der kommt dann wieder auf der Ziellinie, ist sich selbst ja wirklich der größte Kritiker. Na also, geht doch, entschlossen geschossen, guter Rhythmus, gleichmäßig durchgezogen. Alles getroffen, Erik Lesser. Jetzt schauen wir mal, wo er da momentan sich platzieren kann. Ja, 16. Rang. Also eine Top-15-Platzierung wird das nicht. Wie gesagt, da sind ja noch einige hinter ihm auch, die noch kommen werden. Jetzt muss er noch mal alles rausholen aus dieser letzten Runde. Und so wie es momentan aussieht, naja, ist vielleicht noch ein Ticken zu früh, hat er am Samstag frei. Es ist zu befürchten, dass er sich nicht für den Massenstart qualifiziert hat. So, Simon Eder, deutlich in Führung nach dem dritten Schießen. Den haben wir im Auge. Was haben wir Ihnen ja schon gesagt? Kommt hier prima durch mit 15 Treffer bislang. Und der Bulgare Anev aber auf dem Weg, hier eine richtig gute Platzierung zu erreichen. Bislang ist 31. im Weltcup, 16. Rang momentan, die Bestleistung in der Verfolgung der vergangenen Woche. Also Ruppolding scheint ihm zu liegen. Momentan 5. Platz für ihn. Und Michal Slesinger landet auf Position 16 aufgrund der 3 Fehler am Schießstand. So, Martin Fourcade. Schauen Sie gleich im Vergleich auf die Zeit. Anton Cipulin, kein Problem für ihn, die zu packen. Also der Mann in Gelb geht hier in Führung, nimmt das gelbe Trikot auch mit in den Massenstart. Das war aber vorher klar. Deutlich 28,9 Sekunden sein Vorsprung vor dem Russen. Gleiche Fehlerzahl, jeweils einen. Und er hat doch ordentlich hier Körner gelassen. Alles gegeben in diesem brutalen Rennen bei diesen Bedingungen. Ja, und er freut sich zu Recht über eine sehr gute Leistung. Wenn er der Meinung ist, er hat gewonnen, da muss er sich noch etwas gedulden mit Simon Eder, der ja dreimal fehlerfrei geblieben ist und deutlich vor Martin Fourcade hier liegt nach dem dritten Schießen, nämlich über 1:11. Also da ist die Messe noch nicht gelesen für ihn. Aber zumindest mit seinem Rennen scheint er doch sehr, sehr zufrieden zu sein. Dank hier ans Publikum sieht man auch nicht alle Tage bei ihm, dass er da nochmal sich hinstellt und applaudiert. Der Russe Zvetkov, auch der hier mit 20 Treffern und einer tollen Position. Schiebt jetzt Garanichev um eine nach hinten. Also mannschaftlich eine richtig Top-Leistung der russischen Athleten. Das wird auch Rico Groß, ihren Trainer, freuen, dass die hier in dieser Breite vorne landen und reinkommen. Benedikt Doll mit dem Finish und dem Kampf um eine Top-10-Platzierung für den Moment. Langt das? Besser platziert als Tarje Bö. 6. Rang für Benedikt Doll. Und gleich rüber zu Johannes Kühn. Noch einmal so wie beim ersten Liegendanschlag. Noch einmal 5 Treffer. Ja, justiert am Diopter Wind etwas. Man sieht es auch an seinen Haaren. Windfahne sowieso. Und dann hatten die Zuschauer auch ihn entdeckt und ihn begleitet bei seinen Schüssen hier, den letzten 3 Treffern. 1 Minute allerdings kommt wieder dazu. Insgesamt jetzt schon 3 Minuten für Johannes Kühn, 24. Rang. Aber da muss man sich ja auch immer wieder reindenken, plötzlich wieder im Weltcup zu stehen. Er kämpft ja um eine Position im starken Männerteam. Ich habe es angesprochen, vergangenes Jahr 5 Rennen absolviert. Darunter ein Top-10-Platz in Hanti. Beim Sprint war er 10. Das war schon ein Ausrufezeichen. Er nennt Björn Tegau. Man
aus Lillehammer, Norwegen. Nur hier in der vergangenen Woche für Norwegen am Start gewesen. Die zwei Rennen absolviert. 17. im Sprint, 27. in der Verfolgung. Der Mann mit der langen Mähne. 25 Jahre ist er alt. Thorstein Stenersen sehen wir hier mit der 66 Vorbereitung zum abschließenden Schießen. Bislang der Schützling von Wolfgang Kichler tadellos bei den Schießeinlagen. Bis jetzt zwei Fehler frei geblieben insgesamt. Morawetz und Zvetkov. Ähnliches Schussbild hier. Fängt an wie Simon Schemp in der Mitte, dann ganz nach rechts allerdings. Also auch er geht hier raus mit einem Fehler. Kämpft um eine richtig gute Platzierung hier, ganz klar. Sehr stark, sehr stark. Noch vor Benedikt Doll. Ja, das wird schwierig für Benedikt Doll und er jubelt hier Martin Foucault. Zu Recht. Ja, und gleich in der Nachbereitung raus aus den nassen Klamotten. Gesundheit ist das höchste Gut. Wer wüsste das momentan besser als Simon Schemp? Für all die Athleten hier. Hohe Startnummer 4, David Kummerz. Herr Steirer, 24 Jahre ist er alt. Eine Scheibe bleibt hier für ihn stehen. Weiterer Österreicher. Daniel Mesotic ja nicht mehr dabei, früh rausgenommen aus dem Team, nicht zurechtgekommen in dieser Saison. Das ist dann natürlich immer die Chance für die Nachrücker, für die zweite Reihe, sich zu zeigen im Weltcup unter den Großen, sich zu qualifizieren. Man hört auch richtig diesen harten Untergrund da in der Spur, wie sie da alle nutzen. Johannes Tinius Bö, 4 Fehler insgesamt. Jetzt kämpft er gegen die Zeit von Andreas Birnbacher, der 10. ist, mittlerweile von 4 auf 10 gerutscht. Dabei bleibt es auch, Johannes Tinius Bö hinter Andreas Birnbacher auf Rang 11. Tim Berg. Der Mann aus Lake Placid, auch er mit 3 Fehlern. 19. Rang für ihn, schwierige Saison, einmal nur unter den Top 10. Lukas Hofer, für den gilt das Gleiche. Auch der nicht allzu erfolgreich, mäßig unterwegs. Hier mal viel, viel besser, könnte seine beste Platzierung werden in diesem Jahr. Und dann ist auch Erik Lesser da. 13. Rang im Moment. Also da ist er eine super Schlussrunde gelaufen. Momentan 13. Erik Lesser. Da hat er sich wirklich richtig reingehängt in der letzten Runde. Diesen 5 Treffern beim abschließenden Schießen. Die nötige Motivation nochmal geholt. Naja, ging schon um richtig was für ihn. Das nagt dann schon, das setzt sich dann auch schon mal im Kopf fest und dann wird es von Rennen zu Rennen schwieriger. Man verliert ein wenig den Glauben an sich. Ja, Johannes Kühn, schnell unterwegs, gute Laufzeit, 3 Fehler ja, Rückstand keine 3 Minuten. Verstanden. Und die Kommunikation mit dem Schießstand, die Informationen aufnehmen, die dann weitergegeben werden an die Athleten. So, jetzt haben wir Simon Eder hier. Ja, schauen Sie mal auf die Laufzeit, wenn der hier alles trifft. Dann, jetzt ist der Fehler da. Immer noch Chance. Ja, noch ja, 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 ja. Immer noch eine gute Chance. Jetzt ist der Weg noch ein Stück weiter, aber der bewegt sich in den Bereich von Martin Foucault, der jetzt da noch mal hinschauen muss. So, jetzt ist die Zeit von Foucault durch. Jetzt nimmt er hier Fahrt auf. So, 7,8 Sekunden sind es auf Martin Foucault. Der Blick hier der österreichischen Trainer raus. Da schauen wir noch mal auf diesen
Na, der dritte war schon durch, der Fehler. Die letzten beiden dann wieder sehr, sehr schnell. Er ist ja einer, der brutal schnell schießen kann. Er ärgert sich, sieht man gut hier an seiner Miene. Über diesen einen Fehler hat er damit einen weiteren Sieg vergeben. Der Simon Eder, Martin Fourcade führt also vor Anton Cipulin und Andrej Morawetz, der stark zurückgekommen ist im neuen Jahr, der Tscheche. Bester Deutscher, Benedikt Doll auf dem sechsten Rang, vor Andreas Birnbacher auf 11, Erik Lesser momentan auf Rang 13. Brandon Green, zwei Fehler nur in den ersten beiden Anschlägen. Jetzt hier im direkten Zeitduell mit Erik Lesser. Ja, ist noch ein gutes Stück. Ne, schafft er nicht. Also bleibt dabei. Lesser bleibt 13. Brandon Green auf 14. Jetzt können wir spekulieren, wie ist es auf der letzten Runde gegangen. Martin Fourcade, die fünfte Zeit. 3,9 Sekunden hinter Tarje Bö und Simon Eder, schafft er das? Die Bedingungen sind gut. Es wird mit Sicherheit schnell sein, ähnlich schnell wie bei Fourcade. Er ist auf ein bisschen eine Erfolgswelle. Simon Eder, letzte Woche ja gewonnen. Das ist nicht ausgeschlossen, dass er das schafft. Er kriegt ja Informationen. Ja, war sein dritter Weltcupsieg in der Verfolgung hier in Ruhpolding vergangene Woche. Simon Eder. Aus Saalfelden, 32 Jahre alt. Den Björn Tegar mit den zwei Fehlern. Super Platzierung hier in Richtung Top 10. Tarje Bø wird er da verdrängen. Der eine Norweger verdrängt den anderen. Also Björn Tegar, guter Einsatz hier. Siebter Rang im Moment. Johannes Kühn, letztes Schießen, stehender Anschlag. Oh ja, oh, viel Bewegung in der Waffe. Da hat er direkt gezuckt. Der ganze Körper hat den Anschlag neu aufbauen müssen. Achtung, da ist noch eine Patrone im Lauf, jawohl, er hat nur nicht richtig repetiert. Ja, komm. Also musste sich da ein wenig durchkämpfen durch dieses letzte abschließende Schießen. Geht mit insgesamt 4 Fehlern und 4 Minuten im Gepäck auf diese letzte Runde. 25. Rang im Moment für ihn. Und der US-Amerikaner Nordgren jetzt mit seinem ersten Fehler. Nach 15 Schuss also ein Fehler für ihn. Da sind noch durchaus auch hinten raus gute Platzierungen möglich. Bedingungen sind nach wie vor astrein. Strecke ist gut erhalten. Also haben sie hier auch in der Präparation Kompliment dafür bei diesen schwierigen letzten Tagen alles richtig gemacht, offensichtlich. Obwohl der Wind hier jetzt gleich geht, den Fehler vielleicht verursacht hat. Es ist wirklich noch sehr gut. Strecke wunderbar, wie du sagst. Für diese Verhältnisse wohlgemerkt. Es geht natürlich besser. Da schauen wir auf den 27-jährigen Thorstein Stenersen. Super Ergebnis wird das für ihn. Das Beste im Weltcup. Einer derer, die Wolfgang Pichler aus dem Hut gezaubert hat, hat ja einiges verändert. Viel mehr Athleten zusammengezogen, die er trainiert. Hartes Auswahlverfahren, das kennt man schon immer von ihm. Große Konkurrenzsituation geschaffen. Und das ist einer der Athleten, die er hier an den Start gebracht hat, heute mit einem hervorragenden Ergebnis. Ja, Simon Eder kann nicht folgen, Martin Fourcade. Verliert? Ja. Jetzt muss er diesen dritten Platz verteidigen. Da hat er noch 12,5 Sekunden gut. 13 Sekunden hat er gut auf Cipulin. Also Martin Fourcade hat offensichtlich alles mit eingerechnet. Auch den Fehler von Simon Eder bei seinem frühen Jubel. 44. Weltcupsieg für Martin Fourcade. Es sei denn, es gibt hier nochmal eine Turbozündung bei Simon Eder. Aber damit ist nicht mehr zu rechnen.
auf dieser letzten Runde dieses 20-Kilometer-Rennens, des zweiten von drei nur in dieser Saison. Bleibt beim Abstand im Moment diese 12,5 Sekunden. Ja, jetzt geht es eine Abfahrt, nochmal Anstieg, wieder eine Abfahrt und dann hat er es auch schon geschafft. Dann haben wir nochmal ein junges Gesicht aus der Mannschaft Tschechiens. Neu dabei Adam Václavík. Drei Fehler allerdings hier. Ja, da zollen die auch ganz schön Tribut bei diesen schwierigen, schweren Rennen über die lange Distanz. Und dann richtig weh hinten raus. Viele, die bis zum letzten Schießen gut dabei sind, verlieren dann alles auf einmal. Kitschitski, 17. Rang für den Ukrainer. Und da haben wir Alfred Eder, den Vater von Simon. Er wieder mit Tod in der Betreuung. Und seinen Sohn hier antreibt auf der letzten Runde. Simon Eder, hohe Startnummer 76 gewählt. Elfter ist er im Gesamtweltcup als bester Österreicher. Und wie angesprochen, vergangene Woche mit dem Sieg. Und jetzt hier auf dem Weg mit der Möglichkeit, erneut aufs Podest zu springen. Ganz nach oben wird es nicht reichen. Hier kämpft ein weiterer Mann aus Tschechien, Kretschmar, um eine Top-10-Platzierung gegen die Zeit von Johannes Dinjesbø. Die schafft er auch. 9. Rang im Moment. Tarjebø ist das natürlich auf dem 10. Rang. Nach wie vor vorne und dabei wird es bleiben. Martin Fourcade. Jetzt kommt Simon Eder, kämpft hier gegen die Zeit von Anton Cipollin. Wo beginnt die Spur? So, da ist er jetzt dran. Und das wird ihm reichen. Das wird ihm reichen. Er fängt Cipollin hier noch ab. Simon Eder, tadellose Laufleistung. Auch der Russe hatte einen Fehler. 17,5 Sekunden beträgt der Rückstand am Ende auf Martin Fourcade. Klasse Rennen für Simon Eder mit vielen, vielen Fans hier. Viele aus der Familie, Freunde rübergekommen aus Österreich. Lässt sich hier jetzt völlig zurecht feiern. 2. Rang vor Anton Cipollin. Andrej Moravec hat damit den Podestplatz verloren. Benedikt Doll zurückgerutscht auf mittlerweile den 8. Rang. Andreas Birnbacher 15. Erik Lesser 17. Also die Teilnorm nicht geschafft, auch heute nicht. Was uns aber natürlich hoffnungsfroh stimmt, ist die hervorragende Laufleistung von Erik Lesser, der die drittschnellste Laufzeit hat. Also wenn man die Fehler wegrechnet, erstmal nur 11,9 Sekunden hinter Johannes Dinjesbø und nicht mal 8 Sekunden hinter Martin Fourcade. Also Erik Lesser hervorragend gelaufen, aber das Schießen, das muss jetzt auch noch kommen. Und Martin Fourcade gratulieren wir also zum 44. Weltcupsieg vor Simon Eder. 2. Rang nach dem Sieg in der vergangenen Woche hier. Also Ruppolding, ein gutes Pflaster für den Österreicher Anton Cipollin. Also auf dem 3. Rang Benedikt Doll, momentan 8. Und hier sehen wir Andreas Birnbacher im Pulk. Das ist das Zeichen. Unten steht er bei uns am Mikrofon, bitte. Ja, Andreas Birnbacher ist bei uns. Heute gab es ja eine Besonderheit. Es mussten 6,6 Kilometer gelaufen werden statt 4, bevor das erste Mal geschossen wurde. Hat sich das auf Sie irgendwie ausgewirkt oder war es Ihnen praktisch wurscht? Nein, das war mir wurscht. Ich war froh, dass am Anfang schon der härtere Teil vorbei war nach den 6,6 Kilometer. Und dann hat man doch 4 Sprintrunden, also normale Runden. Von dem her war es für alle gleich und nimmt eigentlich keinen Einfluss aufs Rennen. Zufrieden mit Ihrem Ergebnis? Ja, nicht hundertprozentig, also schon okay, sage ich mal, vom Rennen her. Trotzdem hätte ich mir noch einen Fehler weniger gewünscht. Verhältnisse waren noch nicht ganz leicht, sage ich mal, im Schießen. Ein bisschen ein Wind erwischt liegend. Und ja, von der Runde her wäre es natürlich mit der Startnummer hinten besser gewesen. Die ersten 2 Runden war doch starker Schneefall und man merkt dann, es wird von Runde zu Runde schneller und weiß natürlich, dass die hinten dann bessere Verhältnisse haben. Und ja, das war dann ein bisschen blöd, da hätte ich mir mehr Losglück gewünscht heute. Wie schafft man es dann trotzdem, nicht zu resignieren, wenn man so einen Fehler geschossen hat und das alles weiß?
Ja, das Rennen ist vorbei, wenn es vorbei ist und man weiß ja nie, wie dann der Wind noch aufkommt. Die anderen schießen dann vielleicht auch Fehler und man muss natürlich dann trotzdem noch versuchen, das Beste rauszuholen. Und ich denke, das ist mir dann mit den 2-0er hinten raus schon noch gelungen, dass es noch okay war, das Rennen. Ja, bedanke mich. Und rechtzeitig zurück ins Renngeschehen Johannes Kühn auf seinen letzten Metern. Wird hier richtig gefeiert. Hören Sie mal rein. Richtig schön laut hier. Und er hatte auf der Schlussrunde sogar noch ein, zwei Plätze gut gemacht. 21. Rang für den Moment. Sehr ordentlicher Einstieg für ihn in den Weltcup hier wieder mitten hinein. Der Slowake Matiasko. Auch bei ihm ist es heute der stehende Anschlag, der keinen Erfolg bringt. 3 Fehler, 3 Minuten Zeitstrafe. Und da geht es in die mittleren Regionen. 36. Rang momentan. 3 Minuten 44,7 sein Rückstand. Da passt es dann auch läuferisch nicht. Insgesamt aber gut geschossen worden. Andrei Morawetz und der Russe Zvetkov. Das sind diejenigen, die hier alle 20 Schuss ins Ziel haben setzen können. Martin Fourcade mit dem einen Fehler. Simon Eder ebenso, auch Schipulin. Also die Herren auf dem Podest. Bei 20 Schuss, einem Fehler. Da kann man überhaupt nicht meckern. Und die Möglichkeit, live Nordgren noch einmal zuzuschauen. Den Mann aus Minnesota, 26 Jahre alt. Bislang gutes Schießen. Wenn er hier noch mal durchkommt, dann wird das eine Top-Platzierung für ihn. Und jetzt hat er sie sich zunichte gemacht. Entsprechend die Reaktion. Klar, das ist doch ärgerlich. Logisch, wenn du bis dahin so gut liegst, was dir nicht alle Tage gelingt. Und dann mit dem letzten Schießen zweimal daneben haust und dann als 23. wieder rausgehst. Das ist richtig bitter. Ja, dieses letzte Schießen immer wieder. Muss man es sagen, kann man und darf man es auch sagen. Es ist eben das Schwierigste. Du bist schon müde, du kannst dich nicht mehr konzentrieren, hast hier dann diese knappen Fehler dann auch noch. Ja, schade. Und da ärgert er sich zu Recht. Aber das geht ja vielen Athleten so, die beim letzten Schießen knappe Fehler dann schießen. Das ist eben der Biathlonsport, das macht ihn so reizvoll und so interessant und aber auch so schwierig. Ja, und wenn Sie hier die 92 sehen, Mikael Koivunen, junger Mann aus Finnland, neu im Feld, da sieht man schon ein wenig die Schmerzen im Gesicht, so am Heranlaufen. Er ist schon ganz schön kaputt. 3 Fehler hat er schon bei den Schießen zuvor. Ja, und wenn du auf die Zeit schaust, das ist jetzt die Zielzeit von Martin Fourcade jetzt. Ja. Also komplett noch eine Runde. Ja. So bitter ist das, auch dann wie eben für einen Neuling im Weltcup-Zirkus. Wie der Finne Koivunen. Das ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau hier. Kommt die Kulisse hinzu, kommen natürlich die Bedingungen hinzu und sein Rückstand, schauen Sie, fast 9 Minuten. Unglaublich. Und Ivan Cheresow im Ziel, 48. insgesamt 4 Fehler bei seiner Rückkehr auf die große Bühne des Biathlons in den Weltcup-Zirkus. Und hier haben wir mit der 104 noch einmal David Komatz. Gut geschossen bislang. Wenn er hier noch mal sauber durchkommt, geht es auch für ihn um eine Top-Platzierung. Boah, der riskiert, der schießt schnell, der will es wissen, aber dann bleiben eben doch 2 gelbe Punkte auf der Anzeige. Und damit geht es gleich ein Stück weit nach hinten raus aus den Top 10 geschleudert in Richtung der Positionen nach 17 um die 20 herum. Ja, läuferisch gut unterwegs, keine Frage. Aber Andreas Birnbauer hat es gesagt. Hinten raus ist es schneller geworden. Johannes Kühn auch die 4. Zeit. Lesser die 3. Zeit. Doll die 9. Zeit. Also da sieht man schon an Lesser und Kühn vor allen Dingen, dass es auch hinten alles möglich ist. Man muss eben treffen.
So, das ist also der Endstand hier. Martin Fourcade gewinnt dieses Einzelrennen von Ruhpolding. Simon Eder, der zweite, Anton Cipolin auf 3. Bester Deutscher heute Benedikt Doll auf dem 8. Rang. Andreas Birnbacher 15. und Erik Lesser am Ende 17. Johannes Kühn 21.